Er will sich aus irgendeinem Grund, er will sich erreichen, weil er einen Playbutton haben will. Er will sich erreichen, weil er einen Playbutton ins Arschloch seiner Freundin schieben will. Er will wegen einem ganz bestimmten Grund, Leute. Wegen einem ganz bestimmten, sozusagen. Konkrafter wird sozusagen bald eine Serie sein. Der Kanal ist ganz normal, er kann Videos hochladen, nur. Es wird sozusagen eine Serie sein. Das heißt, wenn ihr ganz normal auf Abonnieren drückt, bezahlt ihr automatisch jeden Monat 10 Euro und es wird automatisch abgebucht von eurem Konto. What the fuck? What the fuck? Und damit, ja hallo, hey, ihr seid auf dem Kanal Power Animals, ich bin Tavalio und das hier ist ein sehr spontanes Video, denn eigentlich war ich nur dabei, das Video zu schneiden, das am Montag gekommen ist. Da bin ich kurz auf YouTube gegangen, um ein bisschen ja, Musik auf die Ohren zu legen und habe dabei ein Video gesehen von Concrafter, nämlich wie Concrafter darüber spricht, dass er einen neuen Kanal macht und auf diesem Kanal so schnell wie möglich die 100.000 Abonnenten erreichen möchte, weil er den silbernen Playbutton haben will, den er dann an die Community verlosen will. Ja, abgesehen davon, dass der Playbutton damit eigentlich nichts mehr wert ist, wenn er das macht, weil der Playbutton ist eine Auszeichnung für YouTuber, die 100.000 Abonnenten erreicht haben. I don't care! An der Seite dieses Videos ist mir ein anderes Video vorgeschlagen worden. Und zwar von Jonas Dahlinger. Und Jonas Dahlinger spricht darüber, eben auch über dieses Video. Es wird sozusagen eine Serie sein. Das heißt, wenn ihr ganz normal auf Abonnieren drückt, bezahlt ihr automatisch jeden Monat 10 Euro. Und es wird automatisch abgebucht von eurem Konto. Und ihr könnt es nie wieder kündigen. Und ihr könnt auch nicht deabonnieren, dann ist es weg. Es geht einfach nicht mehr. Und es geht aber nur bei Kanälen, die genau heute gegründet wurden. Es ist genau heute so eingestellt worden von YouTube. Ohne, dass du überhaupt Kontoinformationen angibst. Also YouTube hat ja meine Kontoinformationen gar nicht. Oder von irgendjemandem. Das ist natürlich Bullshit, was jeder sieht, der einigermaßen Verstand hat, aber nicht seine Community zum Großteil. Denn unter dem Video stehen dann Kommentare wie: Okay, direkt Lucru deabonniert, will ja keine 10 Euro monatlich bezahlen, danke für die Warnung. Was, man muss etwas zahlen, wenn man jemanden abonniert oder wie? Und darunter hat Jonas Dahlinger selbst, also der Kanalbetreiber, erkennt man daran, dass es grau hinterlegt ist, gesagt, nur heute und nur bei Concrafter Lucru, also im Video selber sagte, es ist ein monatlich zu zahlender Betrag, der automatisch von deinem Konto abgebucht wird und bei jedem Kanal, der an diesem Tag erstellt wurde, an dem der Lucru-Kanal erstellt wurde. Und hier sagt er, dass es nur einmal, nur heute, also heute war für ihn vor 42 Minuten und nur bei Concrafter selber ist und nicht bei allen Kanälen, die heute erstellt wurden. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht nur der eine Kanal war. Und dann noch einer. Danke, ich will nie ein Abo monatlich bezahlen. Danke dir, richtig nice von dir. Das ist so lustig, du fühlst dich wie ein größter YouTuber, bist du aber nicht. Und die Antwort darauf ist, Bruder, größer als du, würde drauf hören, wenn du nicht verarscht werden willst. Weil es ist einfach Bullshit. Du wirst nicht verarscht, weil das Einzige, was verarscht ist, dass halt der Playbutton, den Luke verlost, nichts wert ist. Danke, passiert was, wenn man ihn einmal abonniert und wieder deabonniert. Und Jonas Dahlinger darauf, nein, dann ist alles gut, was halt auch wieder seinem eigenen Video widerspricht. Weil im Video sagt er, wenn man deabonniert, wird das diese Partnerschaft, sag ich jetzt mal, nicht gekündigt. Du musst etwas bezahlen, wenn du der Partnerschaft joinst. Auf vielen Kanälen hat es den Join-Button oder Unterstützer-Button gegeben, der direkt neben dem Abonnieren-Button ist, unter einem Video. Aber ich habe jetzt auf ein paar Kanälen herumgeschaut und habe das auf keinem einzigen gefunden. Also, es ist mir gerade bei der Recherche aufgefallen und da habe ich mir eben eine Frage gestellt. Haben sie das rausgenommen? Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie es rausgenommen haben oder ob ich einfach genau die Kanäle abgeklappt habe, bei denen es diesen Button nicht gibt oder nicht mehr gibt, weil bei Julianbam hat es das sicher gegeben, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Er hat das auch mal in einem Video erwähnt. Das finde ich aber gerade auch nicht. Also irgendwie, heute ist nicht mein Tag,
zum Thema Sachen finden, kommt mir vor. Aber auf jeden Fall, es hat diesen Join-Button auf jeden Fall gegeben. Und ja, ich weiß nicht, ob sie den wieder rausgenommen haben oder nicht. Und wenn man diesen Join-Button, also wenn man dieses, ich sage jetzt mal, Zusatzkonto abschließt, dann unterstützt man den YouTuber monatlich. Aber das kann man selbst entscheiden und das muss man nicht tun. Und es passiert ganz bestimmt nicht, wenn man einen Kanal abonniert hat. Also das ist zu 100% Bullshit. Das verspreche ich euch. Erst wenn ihr diesen Join-Button drückt, dann wird etwas abgebucht, sobald ihr das so einstellt. Also alles andere ist Bullshit. Lasst euch da nicht verarschen. Ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass Jonas euch nur trollt und eigentlich das gar nicht ernst meint und nur wissen will, ob es eben Leute ernst nehmen. Aber es nehmen Leute aus seiner eigenen Community ernst, offensichtlich, und er gibt erste Antworten darauf. Und auf diese Sachen, die ihn kritisieren und ihm eben sagen, dass er seine Zuschauer nicht verarschen soll, darauf geht er nicht ein. Also ich bin etwas zwiegespalten, weil an sich kann das halt kein normaler Mensch glauben. Aber andererseits wirkt es nicht so, wie wenn er es nicht ernst meinen würde. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Bis zum nächsten Mal würde ich sagen, abonniert den Kanal, schreibt mir einen Kommentar, was ihr zu dem Thema sagt und was ihr davon haltet, dass mache die YouTuber versuchen, euch zu verarschen. Haltet die Ohren steif, teilt das Video und ciao!